Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der Enhanced Edition. Ja, wir haben in den Katakomben den Nekromanten getötet, haben das Amulett an Dalton gegeben, haben dafür eine Keule gekriegt. Ja. Gut. Ich habe nachgeguckt, der Raum in den Katakomben gehört noch zu einer Quest, die ich glaube ich beim ersten Mal durchspielen nicht gesehen habe. Deswegen. Gut, jetzt kümmern wir uns um die Aufgaben noch in Ondras Geschenk. Ja, das ist Dings. Und das hier sind eh alles die Quests für meine Absolutely. Gefährten. So. Na komm, wir können auch eine Runde im salzigen Mast schlafen. Denke ich mal. So, die Leuchthöhle ist fertig. Bringt uns etwas mehr Prestige. Was könnten wir dagegen halten? Indem wir den westlichen Wachturm reparieren. Westliche Ringmauer, Kaserne. Kaserne wäre zum Beispiel auch wichtig, dass wir dann die Festung verteidigen könnten. Würde 2 Tage dauern. Händlerstände, ja, bringen uns jetzt nicht so viel. Und für die Försterhütte. Die Försterhütte wäre eigentlich auch nicht schlecht. Dann kriegen wir nämlich die Kopfgelder. Dauert auch nur 2 Tage. Ja, und das sind Leuchthöhen-Upgrades, die uns nur Prestige geben. Aber ja, ich würde mich erst mal eher zur Kaserne tendieren. So, gehen wir erst einmal in den salzigen Mast. How do you do? Sieblei Augenbrauen staubt die Hände an ihrer Schürze ab. Was gibt es diesmal für Neuigkeiten? Die Dominions haben sich einverstanden erklärt, nur für dich die Bittergurkenpreise zu reduzieren. Mir lächelt und zeigt ihre großen, messerscharfen Zähne. Diese Neuigkeiten müssen gefeiert werden und ich werde auch dafür sorgen, dass der Rest des Stadtviertels sich das Feiern leisten kann. Nimm dir ein paar Kupferpad und vergnüg dich. Hier lächeln wir breiter. Und wenn du beschließen solltest, dich hier zu vergnügen,
Dann bekommst du mein Sonderrabatt. Wenn du dich nur erholen willst, dann kannst du das Zimmer umsonst haben. Nur zu, wirklich. Ich warte am Tresen mit deinem Glas irgendwas, was Keime tötet. Also, was kann ich ein fesches Mädel wie. Für ein fesches Mädel wie dich tun? Ich bin für etwas Ruhe hergekommen. Laut leise, wie du willst, solange du im Voraus zahlst. Ich habe Damenkerl und ein paar. Bei denen ich mir nicht sicher bin. Du kannst mit allen reden, die dir gefallen. Wenn du dir aber sehr gefällt, kannst du direkt mit mir verhandeln. Ich hätte gern einfach nur ein Zimmer erstmal. Still in der Tat. Sie zögert. Ach, solltest du und eine deiner Bekanntschaften mitbringen, dann seh zu, dass sie keine Unordnung macht. Mhm. Ja, und hier ist wirklich die glänzende Perle umsonst. Der breite Balken kostet immer noch was, aber ich hätte gerne die da. So, Angebot und Nachfrage ist abgeschlossen. Dann fragen wir jetzt mal nach Serel. Ja, Serel. Ach, Schätzchen, du musst neu in der Stadt sein, bla bla bla. Wenn du willst, kannst du es mal probieren. Für deine Hilfe mit meinem kleinen Problem kann ich dir einen Sonderpreis von 500 anbieten. Ja, ich hätte gerne eine Nacht mit dir. Du findest ihr Quartier im oberen Stockwerk. Sie legt eine große Hand auf deine Schulter. Lass dich nicht von den stämmigen Burschen von der Tür abschrecken. Sie sollen dafür sorgen, dass alle eine schöne Zeit haben. Mhm. Ja, eigentlich will ich nur mit Serel über das Schmuckstück reden, das sie da hat. Alles noch gut hier? Ja. Ah, und die lassen einen diesmal rein. Du probierst besser keine dummen Tricks. Du kannst rein, aber benimm dich ordentlich. Mhm. Ja. Yes. Good day to you. Das Puder verdeckt ihre Augenringe fast und das Rouge legt sich über ihre zu ausgeprägten Wangenknochen. Trotzdem, Serel ist eine schöne Frau. Sie empfängt dich mit einem Lächeln, das sie geübt haben muss. Hallo Fremde, lass es mich dir etwas bequemer machen. Es gibt etwas, das ich mit dir besprechen muss. Sie fährt dir mit geschmeidigen Fingern deinen Hals entlang und unter dein Kinn. Sag mir einfach, was du willst. Wenn du noch jemanden mitbringen möchtest, dann kostet das extra. Dein Freund Tristwin hat mich geschickt. Er braucht dieses Medaillon. Und ich auch, Serel hebt ihr Kinn. Ich habe ihm die Hälfte des Geldes angeboten und er hat abgelehnt. Sie verschränkt ihre Arme und kreist ihn mit kurzen, schnellen Schritten. Mit Sicherheit hat er dir auch über seinen zerrissenen Clan erzählt. Hat er auch erwähnt, dass ich ihn dahin gebracht habe, wo er heute ist? Es tut mir wirklich leid für ihn, aber ich würde alles darauf verwetten, dass er jetzt ein besseres Leben als in ihr Clanvater hat. Ich habe lange gearbeitet, um hierher herauszukommen. Und ich werde all das nicht aufgeben, nur weil Tristwin plötzlich nostalgisch ist. Hier geht es nicht um Reichtum, sondern um herauszufinden, wer du wirklich bist. Serel räumt mir den Augen und lehnt sich gegen einen Bettpfosten. Endlich habe ich einen Weg aus diesem Leben gefunden. Das bedeutet mir etwas. Das kann ich nicht bestreiten. Es tut mir wirklich leid für ihn, aber ich würde alles darauf verwetten, dass er jetzt ein besseres Leben. Ja, das kennen wir. Ich werde es dir abkaufen. Sie lacht. Es ist 6.000 Pfand wert. Wenn du so viel Kleingeld hast, werde ich dir gerne dabei helfen, es auszugeben. Lass uns das Medaillon vergessen. So ist's recht. Okay. Good day to you. Ja, schon wieder zurück. Lass uns über Tristan reden. Ja, abkaufen. Puh. Das ist fast mein ganzes Geld. Ich hoffe, der entschädigt mich dafür. Dann kaufen wir es mal. Sarah starrt den Münzbeutel in ihrer Hand an. Bevor sie sich unter ihr Korsett greift, schaut sie kurz weg. Dann hält sie ein geschnitztes Adra-Medaillon an einer Korle in der Hand und gibt es dir.
Sie wiegt den Beutel mit Kupfermünzen in den Händen. Morgen schon könnte ich in einem schönen Häuschen in Fahrenheim sein. Sie wirft einen hoffnungsvollen Blick auf das Medaillon in deiner Hand. Ich werde dir nicht sagen, was du tun oder lassen sollst, aber wenn du das hier Tristwin geben könntest, würde mir das auch viel bedeuten. Ich hoffe, dass sich für ihn zu Hause alle Wünsche erfüllen werden. Sie zieht einen Mondsteinring vom Finger. Bitte nimm das. Bei den Leuten hier hat mir das immer einen Vorteil verschafft, aber mit diesem Teil meines Lebens bin ich fertig. Und dann leb wohl. Ja, ich bin jetzt arm wie eine Kirchenmaus. Hab dafür einen Ring mit plus 2 Entschlossenheit gekriegt. Also was für mich selber. Yes. Ich werde diesen Ort endlich verlassen. Ich muss meine Sachen packen. Ja. Ob da jetzt jemand sauer ist, weil wir dafür gesorgt haben, dass die Serie verliert. Hail and well met. Erzähl mir etwas über dieses Gasthaus. Ich dachte, das wäre so klar wie das Wasser unter den Docks. Sie dachte, das hier ist der salzige Mast. Das berühmteste Freundhaus in ganz Trutzbucht. Alkohol gibt es hier, Betten auch und wir stellen dir sogar die richtige Begleitung, um beides zu genießen. Natürlich, der Club der kultivierten und angesehenen Ehrenmänner befindet sich im Obergeschoss. Da oben findest du auch mehrere der härtest arbeitenden Jungs und Mädchen in ganz Trutzbucht. Ein wissendes Grinsen legt ihr blaues Zeichen im Falten. Also, was kann ich für ein fesches Mädel wie dich tun? Auf Wiedersehen. So, da wollen wir nämlich keine anheuern. Wir sind voll. So. Das heißt, auf zur Valianischen Handelsgesellschaft. Hier steht immer noch keine Palegina rum. Hail, Traveler. Konntest du das Paket zustellen? Ja, jetzt wollen die Dominals deinen Tod. Du sollst mir besser erklären, warum du mir eine Falle gestellt hast, und zwar zackig. Wenn du mir gesagt hättest, dass die Dominals hinter dir her sind, hättest du uns beiden viel Ärger ersparen können. Wie kann ich dir doch trauen, nachdem du mich so manipuliert hast? Du hast mir nicht gesagt, dass es chaotisch werden würde. Das kostet dich extra. Wie kann ich dir noch trauen? Wie, die Dominals waren da? Versano reißt seine Augen auf und zupft an seinem Bart. Ich war doch so vorsichtig und folgte immer der Verlavita. Sie können unmöglich davon gewusst haben. Und da kommt Palegina. Well, well. Is this your last day among the living, Versano? Sieh an, Versano. Ist das heute dein letzter Tag unter den Lebenden? Versano winkt die Hände. Tela Palegina, dein Zeitgefühl ist unfehlbar. Die Dominus sind hinter mir her. Bitte, du musst sie aufhalten. As if any of this were ever in my hands. The Republics considered your business worth protecting based on its success. That success depended on cooperation with the locals, like House Dominel. You've lost that. And the favor of the Dukes. Palegina schnaubt, als ob das alles jemals in meinen Händen lag. Aufgrund seines Erfolges haben die Republiken dein Unternehmen für schützenswert befunden. Dieser Erfolg hing von der Kooperation mit den Einheimischen ab, zum Beispiel dem Haus Dominel. Die hast du eingebüßt. Sie kneift ihre goldenen Augen zusammen. Und die Gunst des Dux ebenfalls. Unterbrechen wir mal nicht. Even if you get out of this alive, they are done with you.
The Dukes have more pressing interest in Defiance Bay than rescuing one merchant who threw himself overboard. Selbst wenn du das hier überlebst, mit dir sind sie fertig. Die Dukes haben in Trutzbuch dringlichere Interessen, als einen Kaufmann zu retten, der sich selbst über Bord wirft. Der Sonne fällt auf die Knie und faltet seine Hände zusammen. Palegina, hab Gnade, ich habe gegen die Dominus keine Chance. Er beißt sich auf seine zitternde Unterlippe. Ich habe Misserfolg und Schande über mich selbst gebracht. Aber du kannst doch nicht zusehen wollen, wie dein Landsmann wie ein Hund zugrunde geht. Vezzano, Vezzano. Why are you wasting your precious breath on me? My orders come through the ambassador and through the ambassador from people you should be honored ever gave a moment's thought to whether you live or die. Palegina starrt Versana einen Augenblick an. Bevor sie fortfährt, gleiten die Nickhäute ihrer Augen nach außen und wieder zurück. Versano, warum vergeudest du deinen kostbaren Atem auf mich? Meine Befehle erhalte ich vom Botschafter und durch den Botschafter von Leuten, die so erhaben sind, dass du dich geehrt fühlen solltest.